Hey Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um meine Blush-Sammlung. Das heißt, ich werde gleich mich nicht dahin setzen an meinen normalen Videodrehplatz, sondern werde euch die Blushes von oben abfilmen. Ich zeige euch den zweiten Teil meiner Blush-Sammlung und werde vielleicht auch das ein oder andere Blush aussortieren. Es geht nicht in erster Linie darum, großartig viel auszusortieren. Also es ist kein reines Declutter-Video, sondern ich möchte euch einfach einen Einblick geben in meine Sammlung, was da alles so schlummert an vielleicht alten LE-Schätzchen und so weiter. Und ja, wenn ihr Lust habt, das zu sehen, dann bleibt doch gerne dran. So, ich starte mal mit Blushes, hauptsächlich erstmal von Catrice. Da habe ich nämlich mit dieser Form hier mehrere, wie ihr seht, aus Limited Editions. Beziehungsweise der hier war eine Zeit lang mal im Standardsortiment, ist aber auch schon ein bisschen her. Ja, alle diese Blushes mag ich wirklich gerne. Also die beiden sind natürlich so ein bisschen, stechen so ein bisschen hervor von den Farben her. Der hier ganz besonders, dieser Pflaumeton. Aber der ist ganz schön auf den Wangen. Also ich finde, das ist so ein richtig toller Herbstfarbton. Und wenn man den mit einem fluffigen Pinsel aufträgt, ist der auch nicht zu krass. Das war mal die Rocking Royals LE. Und ja, den möchte ich auf jeden Fall behalten. Das hier ist die Philosophy LE, glaube ich. Genau, so nannte die sich. Mit so einem Ombre. Farbverlauf, ja, auch sehr schön. Generell an so LE-Schätzchen hänge ich natürlich immer noch so ein bisschen mehr, weil die eben auch so ein besonderes Design haben. Dieses Blush mag ich auch richtig gerne. Das war die Viennat LE, super, super schöne LE. Hier haben wir so ein Blush mit Sternprägung. Ich glaube, die nannte sich Treasure Trove. Genau, Treasure Trove LE. Hier haben wir die Revoltaire LE. Dieses Blush habe ich mir, glaube ich, irgendwann mal bei eBay ersteigert. Das gab es nämlich vor meiner Make-up-Sammlerzeit. Ja, aber auch sehr, sehr hübsch. Dann das hier ist die Gradient Graphic Grace LE. Auch eine super knallige Farbe, eher so eine Sommerfarbe. Aber auch hier, ne, wenn man einen fluffigen Pinsel nimmt, dann geht das auch so, wenn man jetzt nicht so mega krass Blush tragen möchte. Und hier haben wir so einen ganz, ganz hübschen, sehr dezenten, eher kühleren Farbton. Light and Shadow Contouring Blush in der Farbe 010. Ja, wie gesagt, gab es mal in, ich glaube, drei verschiedenen Farben im Standardsortiment. Dann auch in dieser Form habe ich einen Blush von Kiko aus der Green Me Limited Edition. Das ist so ein schönes schimmerndes Blush in einer ganz, ganz hübschen Peach Gold Farbe. Green Me, ich weiß jetzt nicht, welche Green Me Kollektion das ist. Also die kommt jedes Jahr wieder raus seit, ich glaube, 3 oder 4 Jahren. Die erste oder zweite ist es gewesen. Dann habe ich hier als nächstes ein Alverde Blush. Das ist eines der wenigen Blushes tatsächlich, das noch funktioniert. Also ich habe von Alverde schon einige wegschmeißen müssen, weil sie mir eingetrocknet sind. Vor allem die gebackenen Produkte. Das hier ist aber ein gepresstes Puderblush mit so ganz hübschen feinem Schimmer drin. Drei Farben, die ich aber alle zusammenmische. Ja, das gab es mal im Standardsortiment, glaube ich. Secret Rose Shimmer Rouge. Sehr hübscher Farbton, mag ich. Dann habe ich hier wieder zwei Kiko Blushes. Ich gucke mal, ob ich noch mehr von Kiko habe. Das hier noch. Genau, also in generell habe ich natürlich noch mehr Kiko Blushes, aber in diesem Teil der Sammlung jetzt diese vier. Das hier ist das Top Pairs Blush aus der Daring Game LE. Das sieht aus wie so ein Kartenspiel. Und dann haben wir diese eigentliche Verpackung. Finde ich nicht so schön wie die Umverpackung. Deswegen habe ich die auch immer noch behalten. Und dann ist das so ein Duo Blush. Das ist die Farbe 03 Rosewood and Azalea. Sehr, sehr hübsch. Also vor allem den Farbton finde ich sehr schön. Und das ist einfach auch so vom Design, von der Prägung her richtig besonders. Deswegen behalte ich das auf jeden Fall. Und dann habe ich hier zwei auch LE Blushes. Das war die, das steht hier immer nicht drauf, Desert Dunes Trio.
ich weiß nicht, wie sich die LE nannte. Auf jeden Fall so ein gebackenes Blush, richtig schön. Ihr wisst, ich liebe Kiko Blushes, Highlighter und Bronzer und die sind einfach auch vom Design her einfach mega schön. Und das hier war, glaube ich, das. Ah ja, da steht es drauf: Summer 2.0, 2.0 Baked Blush. Das ist auch mehrfarbig. Und auch sehr, sehr schön und sehr leuchtend. Also ich mag es generell, wenn Blushes auch einen schimmernden Anteil mit drin haben, einfach damit der Look nochmal leuchtender wird als so schon. Ich mag jetzt aber auch matte Blushes, also das ist auch okay. Und dann einfach Highlighter drüber. Aber ich mag das auch, wenn die von sich aus schon schön leuchten. P2, da habe ich bestimmt auch ein paar mehr. Auf jeden Fall diese drei. Das hier. Und das hier. Und das hier. Genau, das sind meine P2 Blushes in diesem Teil der Sammlung. Ja, P2 ist eine Marke, die ich auf jeden Fall total in der Drogerie vermisse. Ich weiß, bei Aldi Süd gibt es immer noch P2-Produkte, aber ich glaube, das sind alte Produkte und keine neuen. Egal, komme ich sowieso nicht ran. Ich wohne im Norden. Wir haben kein Aldi Süd. Und ja, es war einfach eine ganz, ganz tolle Marke und ich verstehe nicht, warum die aufgehört hat, in der Drogerie zu sein, beziehungsweise neue Sachen rauszubringen. Hätte man ja auch online machen können oder sowas. Ich weiß, nicht nur mir geht das so mit P2. Immer wieder schreiben mir welche von euch, dass ihr P2 auch so vermisst. Das war einfach eine ganz, ganz tolle Marke mit vor allem tollen Limited Editions. Ja, das hier werde ich aussortieren. Das habe ich mir vorher schon überlegt. Das Feel Good Mineral Compact Blush in der Farbe 030 Pure Amber. Ist eigentlich eine sehr hübsche Farbe. Ich habe es versucht, als Bronzer so ein bisschen zweckzuentfremden. Ist aber für einen Bronzer einfach ein bisschen zu hell, zu warm, zu goldig. Das passt nicht so. Und als Blush hat mir das irgendwie nicht mehr so gut gefallen. Deswegen darf das meine Sammlung verlassen. Oh, hier habe ich doch noch eins. Da, genau. Zwei aus der Summer Attack LE habe ich, nämlich die Beach and Blushes. Das ist einmal ja, ein eher bräunlicher Farbton und einmal ein rosé-peachiger Farbton. Vielleicht kann ich mich dafür eins entscheiden. Ich guck mal. Sind auf jeden Fall auch so ein bisschen leuchtende Farben. Hier seht ihr die. Ich glaube, das hier ist mir auch ein bisschen zu orangig. Ich glaube, davon kann ich mich dann auch trennen und dann werde ich das hier behalten. Hier habe ich auch zwei aus der Sunshine Goddess LE. Also bei P2 LEs habe ich wirklich immer sehr gut zugeschlagen. Die würde ich auch gerne beide behalten. Also das, die haben auch so einen leuchtenden Anteil drin. Oder will ich beide behalten? Ich kann die auch nochmal swatchen. So sehen die aus. Also das möchte ich auf jeden Fall behalten, weil das eine ganz besondere Farbe ist. Aber die Farbe ist auch besonders. Die hat so einen richtig schönen goldenen Schienen noch mit drin. Ja, die muss ich beide behalten. Und dann habe ich noch die hier in diesem Pappdöschen hier. Finde ich sehr, sehr süß. Einmal aus der Blossom Stories LE. Das schaut so aus. Ist auch mit Schimmeranteil. Und einmal aus der Dresscode Happy LE. Das sieht natürlich auch rundum wirklich total süß aus. Ja, die bleiben beide. So, in ähnlicher Form habe ich hier Essence Blushes. Noch eins von Catrice. Eins von Essence. Catrice. Und Benecos. Das von Benecos finde ich super schön. Das ist die Farbe Mellow Rose. Das müsste es, glaube ich, auch noch geben. Das ist einfach ein so besonderer und hübscher Mauve-Farbton. Also das behalte ich auf jeden Fall. Da weiß ich nicht, ob ich das behalten will. Winter Wonderful LE von Essence. Mich stört so ein bisschen dieser komische, gräuliche Ton da drin. Aber an sich ist es natürlich auch so vom Design her sehr besonders. Es ist
Stark Pink. Also richtig knallig pink. Ich glaube, das sortiere ich aus. So richtig pinke Blushes mag ich nicht ganz so gerne. Ja, das sortiere ich aus. Dann habe ich das Blossom Dreams Blush, was sehr glitzerig wirkt. Auch so ein bisschen fester gepresst, oder das gibt sehr wenig Farbe ab, muss ich sagen. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, als ich das getragen habe. Aber man sieht es schon. Man sieht es schon, dass das hier zu fest ist. Ja, das werde ich dann aussortieren. Das bringt ja nicht mehr wirklich so viel. Das werde ich behalten. Catrice, das war auch ein LE Blush. Rough Luxury LE. Sehr, sehr hübsch. Floral Grunge ist auch eine super spezielle Farbe, so richtig, so ein bisschen neonmäßig. Das behalte ich auf jeden Fall auch. Und das hier, glaube ich, kann ich aussortieren von Catrice, der oder das Illuminating Blush. Das war mal im Standardsortiment in der Farbe Coral Me Maybe. Eigentlich eine ganz schöne Farbe für den Sommer, aber irgendwie hänge ich da jetzt nicht so krass dran. Deswegen kann das weg. So, dann habe ich hier ein Blush aus dem letzten Jahr von Rival de Loop aus der Bright Look Sommer LE. Sehr hübsch vom Design her, finde ich. Und auch eine schöne korallige Sommerfarbe, das behalte ich. Hier habe ich noch ein Essence LE Blush. Hier auch, hier auch, hier auch. Die Palette hier, das ist so ein Trio-Blush, habe ich mal in einem Zuschauerpäckchen gehabt. Das werde ich aber aussortieren, weil mir die Farben nicht so zusagen. Die sind mir einfach ein bisschen zu grell, zu knallig. Da hänge ich jetzt nicht so dran. Deswegen werde ich das weitergeben. Das war die Good Vibes, Good Memories LE. Das hier werde ich behalten, das finde ich total toll. Apfelbäckchen nennt sich das und das war eine Oktoberfest LE, auch in so einer Pappdose. Und hier haben wir auch noch mal eine Brezen aufgedruckt oder eingearbeitet, wie auch immer, und auch einen ganz besonderen Farbton. Das Blush aus der Cookies in Cream LE ist ein gebackenes Blush, auch mit sehr schönem Leuchtanteil. Das ist super gut pigmentiert. Das behalte ich. Und das werde ich natürlich niemals aussortieren aus der Cinderella LE, das Blush. Einfach. Oh. Die Farbe ist gar nicht so stark meins, aber ich liebe den Film Cinderella. Das war mein absoluter Lieblingsfilm als Kind. Und ja, das ist einfach. Ich möchte gerne nochmal eine Disney, eine Cinderella LE. So, was habe ich hier noch? Die letzten drei so runden, kleineren Blushes kommen einmal von der Glossy Box und Kryolan. Ganz toller Farbton, den habe ich schon immer sehr gemocht. Hier habe ich eins von MAC, das hatte ich auch mal von einer Zuschauerin geschickt bekommen. Das nennt sich Daft Pink Mineralize Blush. Und ja, das finde ich auch sehr besonders. Ist natürlich sehr stark schimmernd, aber hat so einen ganz tollen Farbton. So ein bisschen ins Lila. Flaumige gehend, das behalte ich. Und das hatte ich auch mal von einer Zuschauerin bekommen. Tarte Quirky Blush. Mein einziges Tarte Blush. Super schöne Farbe, das behalte ich auf jeden Fall. Dann habe ich hier eine ganze Reihe von den Catrice Defining Blushes. Die gab es mal im Standardsortiment. Zu meinen, ja, Make-up-Sammel-Anfangszeiten gab es die. Das ist nochmal ein LE-Farbton aus der Une de Trois LE. Das behalte ich, ist eine sehr schöne Farbe. Und hier sind meine vier restlichen Blushes aus dieser Reihe. Ich habe nämlich noch viel, viel mehr davon gehabt. Ich glaube, ich hatte fast alle Farben und habe immer wieder welche aussortiert, weil sie mir dann doch nicht mehr so gefallen haben farblich oder mir zu schwach pigmentiert waren. Ja, aber die vier, denke ich, lasse ich in meiner Sammlung
die Farbtöne finde ich auch alle sehr schön. Wir haben was Knalliges, was ganz Dezentes, was, das finde ich eine ganz tolle Farbe. Ich glaube, die nennt sich Toffee, genau, Toffee Fairy. So ein ganz, ganz schöner, auch ein bisschen moviger Farbton und so ein klassisches Rosenholz. Dann habe ich hier noch zwei Love Blushes aus der Heartful Healthy Glow Reihe. Die gab es auch im Standardsortiment. Und hier habe ich noch eine LE Palette, The Faceted Gradient Blush. Auch so ein toller Farbton. Also diesen Pinsel hier bräuchte ich überhaupt nicht. Also meinetwegen hätte das Blush hier aufhören können. Aber ich behalte es, es ist wirklich sehr schön. Und hier habe ich diese beiden Farben. Da habe ich auch noch ein oder zwei mehr gehabt und schon aussortiert. Das ist einmal Radiant Rosewood, ein sehr, sehr hübscher, leicht goldschimmernder, bräunlicher Ton. Und hier ein auch etwas leuchtender Pinkton, Charming Rose. Da könnte ich mir vorstellen. Ja, ist auch relativ knallig. Das kann ich noch aussortieren. Da kann ich mit leben. Dann habe ich hier zwei Creme Blush Sticks, einmal von NYX, die Bright oder der Bright Idea Illuminating Stick. Ist nicht unbedingt klassischerweise ein Blush, aber ich finde von der Farbe her ist es für mich am ehesten als Blush einzuordnen. Als Highlighter wäre es mir zu dunkel auf jeden Fall, als Bronzer zu orangig, aber ich finde den so auf den vorderen Wangen ganz schön, deswegen darf der auch bleiben. Und hier habe ich von Trend It Up aus der Evernudes LE den Cheek Perfector und der hat eine ganz tolle Farbe, so ein bisschen schimmernd, leicht goldschimmernd rosa. Den mag ich sehr. Das letzte Produkt für heute kommt nochmal von Essence. Das ist die Mermaid Gang Prismatic Blush Palette. Sieht natürlich ganz cool aus vom Packaging, sehr leuchtend. Und die hat diese vier Farben hier drin. Und das sind für mich auch sehr besondere Farbtöne, die einfach so richtig, also ihr seht es, glaube ich, wie die so strahlen. Ganz spezielle Farbtöne, wie gesagt, und auf jeden Fall was Besonderes. Deswegen behalte ich die Palette auf jeden Fall auch in meiner Sammlung. Ja, dann haben wir folgende Sachen nochmal kurz in der Übersicht aussortiert. 7 Sachen, also damit bin ich auf jeden Fall zufrieden, würde ich sagen. Ich finde, das ist ein ganz guter Schnitt. Ja, also wie gesagt, das werde ich entsorgen und die anderen, also wenn ihr wollt, schaut in den nächsten Tagen mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Da mache ich sicherlich nochmal so einen kleinen Insta-Sale, auch noch mit anderen Sachen, die ich so aussortiert habe. Falls euch davon was interessiert, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, jetzt wisst ihr, wie das Ganze aussieht in meiner Sammlung und was aussortiert wurde. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, habt ein paar schöne Tage, macht es gut. Ciao, ciao.